Ach nee. Wir haben den mit den Muskeln gefunden. Der Kampf des Jahrhunderts. Bist du bereit für eine Lektion, Batman? Wo sollen wir anfangen? Wie wär's mit auf die Fresse für Anfänger? Hast du nichts zu sagen? Einer von der ruhigen Sorte wie? Mal schauen, ob wir das ändern können. Ich werde dich um Gnade winseln und vor Schmerz brüllen lassen. Ja, ja, machen wir dann gleich. Aber ganz ehrlich, er sagte gerade so schön, der Kampf des Jahrhunderts, das ist dieser hier natürlich nicht. Denn der Kampf des Jahrhunderts war Batman gegen Superman. Oder so. Halt, Moment, Messer ist nicht gut. Hey. Aua. Der haut aber auch kräftig rein. Ich habe keine Ahnung, ob die Gegner hier immer wieder respawnen oder nicht. Aber ich versuche mal das Teamausschalten auf den Großen anzuwenden. Halt, was macht denn der da? Nö, nö, Angst habe ich nicht. Du kannst den Goliath nicht besiegen. Aua. Halt. Aber jetzt. Nochmal. Auf ihn rauf. Jo, perfekt. Und ich frage mich, wie viele Leute hier Harley reingeschmuggelt hat. Also sind ja doch ein paar. Und das mit dem Team ausschalten klappt momentan ganz gut. Oh, Moment. Nochmal ein bisschen schlagen hier. Jo, und nochmal ein bisschen verprügeln. Ausweichen. Oh, halt, ausweichen. Hat geklappt. So. Weg. Ich dachte ehrlich gesagt, ich könnte das Doppelausschalten hier nochmal aktivieren. Jupp. So, ich glaube, das war's. Wir müssten ihn gleich besiegt haben. Jo. Das war wirklich hier das letzte Mal, denke ich. Und diesmal haut Batman in K.O. oder was? Perfekt. Und der Rest sollte es vielleicht gar nicht erst versuchen. Batman, du kannst mir gerne helfen. Muss da nicht einfach nur in der Gegend rumstehen und darauf warten, dass ich den K.O. schlage. Gute Arbeit. Du hast dich gut geschlagen. Ich bin danke. Danke, danke. Na toll. Gut, der Junge ist noch kräftig. Der darf den ganz großen Brocken mal alleine schleppen. Was hat der Typ gefressen? Ein Auto? Keine Ahnung. Er sieht schwer aus. Deswegen habe ich das ja delegiert. Das mit dem Tragen. Und dann gehen wir mal durch die Tür. Das kann Robin hier ganz alleine machen. Beschwer dich nicht. Ich bring den Typen hier zurück in die Zelle. Alfred, wir sind fast fertig und müssen verlorene Zeit aufholen. Bereite eine Verbesserung des Wagens vor. Natürlich, Sir. Treffen Sie bitte Ihre Wahl. Wie immer bin ich für die Fahreigenschaft, die es nicht geben wird. Was haben wir denn? Dieser elektromagnetische Impuls stört Drohnenzielsysteme und anfliegende Raketen. Nützlich, wenn Sie umzingelt sind, Master Bruce. Ja, klingt gut. Und das andere? Der Waffengenerator Mark IV lädt Ihre Sekundärwaffen auf maximale Kapazität auf. Müssten Sie nicht gegen eine ganze Armee vorgehen, würde ich sagen, es wäre bereits zu viel des Guten, Sir. Dann kann ich 4-mal schießen und nicht 3-mal. Ich denke, das mache ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist. Der EMP ist natürlich auch sinnvoll, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht so oft einsetzen. Ich mache mal hier diese Sekundärgeschichte. Der Waffen... Ausgezeichnet, Sir. Mit diesem Gerät im Batmobil sind die Panzerarbeiten nur noch Schrott. Ich dachte, Robin wäre schon losgegangen. Aber egal. Ups. Ich bin im Batarang. So. Der Digger hat also versagt. Schockierend. Überrascht mich aber nicht. Als hätte dieser alte Klumpen Muskelgedächtnis.
dich je besiegen können. Bist du bereit, Bats? Bereit, mir gegenüberzutreten? Ich habe für dich ein paar wunderschöne Spiele vorbereitet. Ja, an den kann ich mich noch gut erinnern. Das wird jetzt eine schöne Sache. Wirklich schöne Sache. Also deswegen, Stage C, da gehen wir jetzt hin und wir dürfen uns jetzt schon freuen auf ein musikalisches Highlight in dem Spiel. Ich bin da ruhig. Ne? Also während der ganzen Szene bin ich, denke ich, mal ruhig, weil ich fand das damals so cool gemacht. Wir werden es einfach erleben. Ich muss mal ganz kurz weg. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ja, doch. Moment, ich muss nur kurz hier meinen Weg finden. Hä? Hier war doch gerade... Okay, da hätte ich das ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es da den Weg gibt. Moment, wo komme ich denn nur hin? Wenn ich diese Wand kaputt mache, reicht das, um den Typen zu erwischen? Tatsache, das reicht. Okay, dann machen wir es mal. So, dann bleiben Sie mal liegen. Und stehen Sie bitte nicht wieder auf, denn ich muss nachher wieder den Rückweg benutzen können. Und es gehen auch beide auf. Das finde ich super. Und wie gesagt, ich werde jetzt in der Szene wahrscheinlich ruhig sein, weil ich kann mich noch daran erinnern, das war richtig cool. Zuvor mache ich aber hier einmal ganz kurz den Weg auf. Frage mich, wo es da hingeht. Zu einem Ritterrätsel. Ist mir zu hoch. Gebe ich zu, ist mir gerade zu hoch, also lass ich's. Ich gehe durch die richtige Tür und lass mal den Joker sprechen. Ich bin noch zu weit weg, aber was ist denn das hier? Noch so eine wichtige Halluzination. Auch da bin ich dann mal ruhig. Was haben wir denn da? Aufwachen, aufwachen! Was ist los? Glaubst du, ich tu dir weh? Warum? Ich bin nicht der Böse hier. Oh nein, nein, nein! Das ist Batman. Hat dich verlassen. Ausgesetzt, wie einen ungeliebten Hund. Kann ich ihn behalten, Daddy? Oh, bitte, 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 bitte. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Alles, was du möchtest, Prinzessin. Man soll ihn nur auch als deinen erkennen. Er soll doch nicht wieder hier enden, oder? Nein, Daddy. Ich will ihn für immer behalten. Nein. Nein, bitte nicht! Bitte! Nein! Ach ja, der liebe Joker. Alles okay? Du wirkst verstört. Mir geht's gut, Jason. Tim. Das ist schon länger nicht passiert. Einer ist noch übrig. Los! Tja, so viel zum Verstörtsein. Joker hat eindeutig mehr mit dem ehemaligen Robin gemacht, als wir wussten. Und das Interessante ist halt, dadurch, dass wir infiziert sind mit Jokers Blut, haben wir anscheinend auch einige seiner Erinnerungen mitbekommen. Gut, wie das möglich ist, habe ich keine Ahnung, aber dieses Zeug, was er uns injiziert hat, scheint relativ große Nebenwirkungen zu haben. Also, was er uns in Batman Arkham City gegeben hat. So, ich gehe durch. Und wie gesagt, sollte das jetzt loslaufen, was ich denke, dann bin ich mal wirklich die ganze Szene über ruhig, weil das ist einfach cool gemacht gewesen. Sorry, Bat. Ich habe ein Duett geplant für uns. Kann der Knilch draußen warten und unsere wundervolle Musik lauschen? Keine Ahnung, ob er das kann. Wir werden es sehen. Versuch's mal mit der Tastatur.
Das Schloss ist rein mechanisch, ohne elektronische Teile. Daran funktioniert mein Distanz-Hacking-Gerät nicht. Na toll, wir müssen vorher noch was... Ihre Hilfe. Natürlich, nur zu. Schicken Sie mir die Aufnahmen der Überwachungskamera in Abschnitt C. Sie können sie vom Computer in dem Raum dort verschicken. Okay, ich versuch's. Computer sind nicht gerade mein Fachgebiet. Sie können die Daten mit dem Bedienfeld rechts isolieren. Ziehen Sie den Finger darüber, bis... Etwa so? Oh, diese Technologie ist sehr interessant. Okay, ich kann die Kamera sehen. Markieren Sie den Bereich der letzten 10 Minuten. Und fertig. Das sehe ich. Danke, Henry. So, wir müssen jetzt erstmal was analysieren, wollte ich ursprünglich sagen. Wir spulen mal zurück und gucken mal, ob wir hier irgendwo diesen netten Menschen haben. Und wir haben ja gerade schon gehört, es wird ein Duett, achso, ich muss vorspulen, Entschuldigung, ein Duett geben. Na? Null. Willst du mich veräppeln? Wir wissen die Null. Wie kann ich denn zurück? Ich will hier aus dem Fenster raus. Drehen, um die Aufnahme anzusehen. Jetzt kam ich zurück. Okay, also mit der Null fängt's an. Ich habe keine Ahnung, warum ich die Kinect-Steuerung ärgern will heute. Also. Tastaturfeld. Null. Jetzt verdeckter. Wir hätten die 5. Die 1. Und, halt, was war die letzte Taste? Die 7. Das war die falsche Sequenz. Ich versuche es nochmal. Ah, nee. 0, 5, 3, 9. Spiegelverkehrt. Mein Fehler. Spiegelverkehrt. Gut, jetzt können wir rein und uns das nette Duett anhören, was der Mensch ja schon angekündigt hat. Charisma trägt eine Bombenweste. Und im Raum sind 5 weitere Bomben. Verstanden. Schön, dass du es einrichten konntest, Bats. Sei nicht schüchtern. Auf der Bühne ist auch Platz für 2. Nein, wirklich. Ich bestehe darauf. Wie du sehen kannst, ist die Menge schon ganz fiebrig, als würde sie bald explodieren. Niemand bringt hier ein Ständchen außer mir, Bats. Lasst es krachen, Jungs! Bring mich nach Haus. Ins Asylum. Niemals allein. Im Asylum. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. Bartalia, fällig die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown, Fürst der Gaunerei. Und wir hatten viel Spaß, wir zwei. Du bist ich und ich bin du. Genauso ist's. Was willst du tun? Bin so drauf gespannt, die Macht zu haben. Wer lacht dann zuletzt? Du siehst nur noch rot, ich muss lachen.
sitze im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ja! Oh ja. Du wirkst so beklommen. Alle Bomben sind entschärft. Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. Ist gekommen. Ich lieg dir im Blut, so quietsch wie Dill. Bald schon geb ich den Befehl. Nicht mehr lang und du wirst töten. Wer lacht dann zuletzt? Barbara ist tot und ich lache. Ha! Jason Todd ist tot und ich kann nur lachen. Selbst ich bin tot und kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Du siehst nur noch rot, ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ich lauf nicht mehr ganz rund. Und du alleine bist der Grund. Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Die Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Yeah! Keine Zugabe. Und der soll ein echter Sänger sein? Sogar Alfred kann besser singen als der. Gute Arbeit, Robin. Kein Problem. Ich tue der Musikwelt nur einen Gefallen. Schaff mir den Chorknaben zurück in seine Zelle. Ich fand das Lied geil. Ich fand das einfach nur cool. Dieses gesamte Lied, das war genial. Ja, deswegen war ich auch die ganze Zeit ruhig, weil ich konnte mich noch daran erinnern, dass Joker hier gesungen hat. Batman, bitte, du musst mir helfen. Diese Quinn und ihre Schergen versuchen, hier einzubrechen. Nicht auszumalen, was sie mir antun wird. Ganz ruhig, Henry. Ich bin auf dem Weg. Robin, warte hier mit den Infizierten. Ich kümmere mich um Harleys Männer. Genau, dann machen wir das doch mal. Einfach so. Du. Geht ins Ohr, was, Bats? Oh ja, das ging ins Ohr. Ich hatte mal die Stimme einer Sopranistin. Und damit meine ich ihre Stimmbänder. Kann man machen. Ich frage mich, ob das wirklich so toll ist, wenn man nur die Stimmbänder hat. Aber hey, was soll's? So, wir sind, das ist gerade falsch. Ich wollte gerade jetzt wieder hier in die Ecke laufen, wo das Riddler-Rätsel auf mich wartet. Aber wir müssen ja zum Exit und das wäre dann in diese Richtung. Also nicht falsch laufen und Batman rennt nicht. Er hat zwar gerade eilig, weil Harley Quinn in sein geheiligstes Forschungslabor einbrechen will, aber ehrlich gesagt, ich habe es gerade nicht sonderlich eilig. Was ich mich allerdings frage, sind zwei der Joker nicht schon, also der gefährlichen Joker-Kopien nicht schon abgeliefert worden? Moment. Ich höre was. Ich musste mal ganz kurz einen Battering werfen. So. Wer? Harley? Ja. Ich glaube langsam, wir haben uns der falschen Truppe angeschlossen. Ich komme da nicht rein. Nein! Gut, dann wieder mit Stimmen. Mit Stimmen-Synthesizer. Sie sagten, du da. Harley tut das und im nächsten Moment will sie, dass sie das genau. Mach mal bitte die Tür auf. Kein Problem. Erst will sie, dass das Tor zu ist und jetzt sollen wir es öffnen. Sie ist doch plemplem. Und darum, Dummkopf, wirst du nicht fürs Denken bezahlt. Das ist ein Trick der Fledermaus. Zeig dich, B-Man, wenn du dich traust. Oh, seht mal, wer da ist. Batmans kleiner Helfer. Anscheinend hat er dich allein gelassen. Nee, der dachte, ich pack dich im Alleingang. Er nimmt dich nicht besonders ernst. Ich auch nicht. Er legt's drauf an. Hältst dich wohl für witzig, hä? Öffne das Tor. Dieses Mal wirklich. Falls du vorhast, ihn wieder einzusperren, denk lieber noch mal drüber nach. Er hat den Joker in sich. Sie alle. Das heißt, dass sie mir gehören. Ich hol sie mir. Es wäre höchst unverantwortlich, wenn ich das zulassen würde. Batman hat mir schon einmal Mr. J genommen.
Nochmal lasse ich das nicht zu! Hörst du, Batman? Ich weiß, dass du da bist! Yeah! Wo bist du, Batfreak? Was ist los? Angst, dich zu stellen? Wie wäre das? Nur ein Zittern am Abzug und dein... Ich mach mal. Ein Ausschalten! Sie stand gerade so günstig. Niemand legt seine Hände an die Boss-Lady. Ja, die ist jetzt aber K.O. Tut mir leid. Ich musste die mal ganz kurz ausschalten. So, den großen kriegen wir hin. Und hier kriegen wir ihn hoffentlich auch gleich mit Robin. Jo, sieht gut aus. Oh, Mist. Das Sofort-Ausschalten funktionierte gerade nicht, weil ich genau in dem Moment, wo ich die beiden Tasten gedrückt habe, auch noch erwischt worden bin. Das fand ich nicht okay. Wirklich nicht. Oh. Das finde ich auch nicht gut, dass der mich da gerade in den Schwitzkasten nehmen wollte. Aber keine Sorge. Wir kriegen das schon hin. Genauso wie das. So, der bleibt liegen und der ist der Letzte. Tja, gut, Harley. Es war schön mit dir. Was soll ich sagen? Ich bin unwiderstehlich. Wir müssen zu den Zellen zurück. Du nimmst Brown, ich Quinn. Ja, dann nehme ich mal Quinn. Komm her. Ne? Dein Joker nimmt dich mal mit. Damit kommst du nicht davon. Nein, ist das cool. Das ist sehr cool gemacht, wie sie zappelt. Sehr hübsch. Wir halten dich auf. Nee, das wirst du nicht. So, einmal Tür öffnen. Das ist so cool. Das haben sie ja niedlich gemacht. Sie wehrt sich mit ihrer ganzen Kraft. Lass mich in Ruhe, Batfreak. Robin, die Zelle. Nein, nein, nein! Nicht bewegen, Robin. Sie haben sie getötet. Nicht wahr, Henry? Oh, Bats, du bist so naiv. Suchst immer das Gute in den Menschen. Besonders, wenn sie böse sind. Hä? Schatz, ich bin zu Hause. Aktiviere Auspuffprotokoll. Jetzt dürfte klar sein, wer das Sicherheitssystem manipuliert hat. Nun, wenn du jetzt so freundlich wärst, geh rüber zu deinem Freund. Fahr zur Hölle. Sofort. Guter Zug, Henry. Und du, Bats? Die Evolution ist schon komisch. Egal, wie viele Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen, die Stärksten überleben immer. Aber, weißt du, was man noch über die Evolution sagt? Sogar Amöben sind dazu in der Lage. Was hast du vor? Ich säubere den Genpool. Selbst ich weiß gerade nicht, für wen ich bin. Leopold, es war aufschlussreich. Hab's mir überlegt. Töte, töte, töte ihn! Das kam unerwartet. Du wirst einfach spektakulär! Du bist der letzte Joker. Die andere Zelle ist deine. Ich muss Scarecrow aufhalten. Danach sperre ich mich selbst ein. Und wenn du scheiterst, dann werde ich dich nicht aufhalten können. Na
Nein, 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 das wirst du nicht tun!